Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns auf dem Bazaar in Tachna und da wollen wir mal weiterschauen. Sind wir jetzt nach Nord? Du betrittst das Nordende des Bazaars und wärst Zeuge einer Meinungsverschiedenheit. Ich weiß nicht sicher, ob er nach Westen gegangen ist oder nach Norden, aber es hat anscheinend gestimmt. Was machst du da? Das darf man doch nicht. Halt den Dieb! Früchte! Früchte! Die besten Früchte der Welt! Hätte ich den jetzt irgendwie aufhalten können? Aber, ach, ich kann doch auch rennen, Mist! Moment. Ich lade nochmal neu. Ja, hier konnte man rennen. Wenn ich jetzt hierher gehe, ja. Okay, das hat auf jeden Fall Punkte gegeben. Bitte begleite uns zum Richtersaal. Du wirst von der Wache zum Richtersaal geführt, um den Urteilsspruch gegen den Dieb beizuwohnen. Der Rat der Weisen hat entschieden, dass du, Harami, die Gesetze des Landes Tana gebrochen hast, indem du die Sachen anderer genommen hast. Du hast gezeigt, dass du keine Ehre besitzt. Möchtest du noch irgendetwas sagen, bevor du zum Ehrenlosen erklärt wirst? Na und? Den Gesetz der Weisen und den Gesetzen Tanas folgend wärst du, Harami, offiziell zum Ehrenlosen erklärt. Du hast dich so verhalten und deshalb soll es so sein. Der Ehrenlose muss den Richtersaal verlassen. Es hat auf jeden Fall Punkte gegeben, weil ich ihn verfolgt habe. Der Rat der Weisen ruft nun den Prinzen von Chapea. Der Prinz von Chapea half meinen Wachen bei der Festnahme des Ehrenlosen. Der Rat der Weisen lobt die Taten des Prinzen von Chapea im Namen Tarnas und dankt ihm. Das war also richtig, was wir gemacht haben. König Raja hat befohlen, dass Rakesh und der Prinz von Chapea ihn sofort in seinen Gemächern aufsuchen sollen. Dir ist es erlaubt, in Raya San Tarnas Angesicht zu treten. Raya Satana, ich stehe vor dir. Rakesh Satana, du stehst vor mir in Ehre. Dies ist mein Freund, der Prinz von Chapea. Grüße. Du sagst dem König, dass es eine Ehre für dich ist, dich in seiner Gegenwart zu befinden. Prinz von Chapea, du stehst in aller Ehre vor mir. Rakesh, du hast diesen Prinzen von Chapea mitgebracht, um dir zu helfen, Frieden zu schaffen. Wie kann ein Mensch, ein Leotaurer, solch einen Dienst erweisen? So Mensch, glaubst du, du kannst genauso furchtlos kämpfen wie ein Leotaurer? Glaubst du, du kannst dich den Krallen der Leopardenmann ohne Furcht nähern? Antworte, ja. Du beantwortest Rayas Fragen. Rakesh, dein Begleiter ist kein großer Redner, oder? Dieser Prinz von Chapea ist also gekommen, um Frieden und Harmonie nach Tana zu bringen. Du wärst zu alt, Rakesh, wenn du auf menschliche Hilfe zurückgreifen musst. Dein Alter hat dich feige gemacht und dir deine Ehre genommen. Verteidige Rakesh. Du verteidigst die Tapferkeit und Ehre von Rakesh. Du hast es nötig, einen Menschen für dich sprechen zu lassen, Rakesh? Du bist der Letzte, vor dem ich mich verteidigen müsste, Raja. Rakesh, gerade du solltest den Krieg wollen, anstatt von Frieden zu reden. Reshekha ist verschwunden. Deine eigene Tochter wurde von Leopardenmann getötet. Willst du keine Rache? Es ist nicht sicher, was Rakesha passiert ist. Wenn ich mit Sicherheit weiß, was passiert ist, kann ich selbst die Dinge in die Hand nehmen. Es ist nicht nötig, dass ganz Tarana meiner Tochter wegen unter den Schrecken des Krieges leiden soll. Rache um der Rache willen ist sinnlos. Kopflose Rache ist reine Dummheit. Rakesh, du! Mensch, hast du dieser Unterhaltung irgendetwas Wichtiges hinzuzufügen? Frage. Rede über Rakesh, rede über Chapea. Du sprichst davon, wie Rakesh dir in Chapea geholfen hat. Der Mensch spricht mit sehr viel Bewunderung von dir, Rakesh, aber er kann sich nicht gut verständigen. Mensch, du darfst dich jetzt aus unserer Gegenwart entfernen. Ich möchte weiter mit Rakesh reden. Du sagst, Reinhard, lebe wohl.
Das ist, glaube ich, die Sprache hier. Ja, Sprache. Aber da habe ich ja extra schon mal von 100 auf 110 gesteigert gehabt. Das war anscheinend gar nicht mal so verkehrt. Hat aber anscheinend nicht viel gebracht, aber allein das hier hat es auch ein bisschen hochgebracht derzeit. Ja, okay. Dann gehen wir halt wieder. Ich glaube, da können wir jetzt nichts wirklich machen. Ja, das ist nicht ganz so gut gelaufen, habe ich einen Eindruck. Aber der scheint auch wirklich nicht sehr vernünftig zu sein. Naja, gut. Ich wünschte, ich hätte das Reden noch ein bisschen weiter gesteigert. Das wäre vielleicht sogar noch besser gewesen. Na, jetzt gerade nicht. Ich muss immer noch Geld umtauschen gehen. Wahrscheinlich kann ich hier Geld umtauschen. Du siehst einen älteren, aber vornehm aussehenden Mann, der einen Turban trägt. Dieser Mann hat etwas Ähnlichkeit mit Amon-Tep aus dem Film Die Mumie. Das mag ich an Quest for Glory. Der Obsthändler sitzt geduldig auf seinem Teppich, während er versucht, Obst zu verkaufen. Jetzt gehen wir mal zu dir hin. Narak-Said, Effendi, guten Tag, ich bin der Geldwechsler, Dahab Kallis. Möchtet ihr ausländisches Geld gegen ternarisches Geld umtauschen? Du begrüßt den Geldwechsler. Möge euer Tag mit Freude gefüllt sein, Effendi. Red über Shapir erstmal. Du ersetzt den Geldwechsler von deinen Abenteuern in Shapir. Es ist gut, solche Neuigkeiten von Shapir zu erfahren. Meine Familie und ich sind vor vielen Jahren von Rasia nach Tarna gezogen. Die Goldmünze Tarnas heißt Royal. Die Messingmünzen heißen Common. Das sind die Münzen des Königreiches. Ein Royal ist so viel wert wie ein Denar Shapirs. 100 Commons ist ein Royal. Gut. Ich tausche ausländisches Geld gegen tarnisches Geld um. Dafür berechne ich eine Kommission von 10% des getauschten Geldes. Ich tausche auch 100 Commons gegen ein Royal. Ja, jetzt. Was gibt es für Gerüchte? In Silmaria gibt es angeblich eine wahnsinnig hohe Inflation und die Umtauschrate für ein mordavisches Geld ist im Keller, da niemand ins Land rein- oder herausreisen darf. Ah, ihr meint einheimische Gerüchte. Es tut mir leid, aber ich habe heute noch keine gehört. Mir geht es sehr gut, Effendi. Danke der Nachfrage. Ich war einst der Geldwechsler in Rashia, aber als Ad-Avis an die Macht kam, bin ich mit meiner Familie nach Tarna gezogen. Wir sind äußerst glücklich hier. So, dann tauschen wir mal Geld um. Sage ja. Du hast 200 Denare, dann tauschen wir jetzt in Royals um. Ich denke, wir tauschen alle komplett um. Es bringt ja nichts, mit Denare hier noch zu handhaben. Katia Karan Marmon, Effendi, vielen Dank. So, verabschiede dich. Oder rede über... Nee, das hat man schon. Du verabschiedest dich vom Geldwechsler. So, wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt haben wir 180, genau. Alles klar, sehr schön. Dann reden wir mal mit dir hier. Ich hab's weggeklickt aus Versehen. Ich kann nicht... Okay, ich kann nicht... Frage nach. Moment. Grüße, jetzt. Geh doch. Du begrüßt den Lederhändler. Matsuri Bwana. Ich habe viele Tierhäute und Ledersachen zu verkaufen, wie ihr sehen könnt. Der Preis hängt vom Gegenstand ab. Ich verbreite keine Gerüchte, Bwana. Ich fertige Dinge aus Leder an. Ja, okay. Moment, Mist. Kauf? Wasserschläuche oder Zebrahaut. Keine Ahnung, für was wir Zebrahaut brauchen könnten. Und Wasserschläuche... Moment mal. Ich glaube, ich habe nur einen Wasserschlauch, oder? Na, könnte man vielleicht auch mehrere brauchen. Ich kaufe vielleicht mal Wasserschläuche und zwar zwei Stück noch. Handel? Mach ein Angebot 200. Dann machen wir vielleicht mal 175. Das ist zu wenig. 187? Immer noch zu wenig.
191. Gib mir mehr. 95. Ja, okay, dann, ja. Ein bisschen haben wir gespart. So. Und es hat sogar Punkte gegeben anscheinend. Er nickt. Du bezahlst deine Sachen und steckst sie in deinen Rucksack. Du verabschiedest dich vom Lederhändler Quaheribana. So, jetzt haben wir hier... Du hast 3 Wasserschläuche. Ich denke, das schadet hier gar nicht so viel, ein paar Wasserschläuche zu haben. Früchte, Früchte, die besten Früchte der Welt. Lasst euch der Gedanke an eine süße Passionsfrucht nicht das Wasser im Mund zu laufen, Effendi. Nein, ich will nicht den Lederhändler begrüßen. Ich will den hier begrüßen. Du begrüßt den Obsthändler. Marak Effendi, möge dir einen fruchtbaren Tag haben. Ah, nach welchen Früchten begehrt euer Herz? Alles, was ihr euch nur wünschen könnt, habe ich hier. Ananas, Papayas, Passionsfrucht, Kokosnüsse und Limonen, Bananen, Datteln und Orangen. Kauft, kauft und esst nach Herzenslust. Der Preis der Früchte ist lächerlich gering im Vergleich zu den Freuden, die sie spenden. Ihr dürft euch 6 Früchte aussuchen und braucht nur 50 Commons dafür zu bezahlen. Und da fällt mir was ein. Ich wollte eigentlich in der letzten Folge mit den Waffenhändlern noch reden. Das haben wir gar nicht gemacht gehabt. Ich bin da stattdessen nach Norden gegangen. Weil ich gedacht habe, ich hätte es schon gemacht. Aber wir hatten ja eh kein Geld. Von daher. Erhaltpreis hatten wir. Es gibt Gerüchte, dass Tana gegen die Simbani in den Krieg ziehen wird. Kriege sind gar nicht gut fürs Geschäft. Ich bin Samra bin Bala, der Verkäufer für fruchtige Gaumenfreuden. Aber ich glaube, Dings brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht. Denke ich mal. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Oh. Die Stände haben schon zu, wahrscheinlich, weil langsam Nacht wird. Ach, ist das immer dasselbe? Und wenn ich jetzt da hinkomme? Das ist natürlich möglich. Ja, da komme ich jetzt hier raus. Finde ich gerade etwas irritierend. Also probieren wir es nochmal. Wenn wir jetzt hierher kommen, lassen wir beim Geldwechsel, dann gehe ich wieder nach Süden zurück. Komme ich wieder hierher. Aber wenn ich von hier aus hierher rausgehe, komme ich auch wieder genau da raus. Also da scheint sich nichts zu ändern. Ja, genau. Okay. Wenn wir hier nach Süden gehen. Okay. Diese Straße führt ins Leotauchenviertel. Menschen ist der Zutritt nicht gestattet. Okay, und hier weiter? Das ist wahrscheinlich dasselbe, oder? Nee, da geht's weiter. Aber auch, ja. Ich glaube, wir könnten langsam zurückgehen, weil die ganzen Stände und so weiter haben ja jetzt zu, eigentlich. Kann ich da nicht runtergehen, anscheinend? Nee. Hm. Geht's hier noch weiter? Nee, und da geht's wieder wahrscheinlich ins Leo-Tauchenviertel, oder? Nee, da geht's nirgends hin. Mich wundert's halt, es sieht aus, als ob es hier weitergehen würde. Naja gut, wir gehen zurück. Dann fangen wir mal den zweiten Tag an. Beziehungsweise wir gehen erstmal was essen und schauen mal, ob da noch irgendwie was passiert, ob wir da was reden können oder wie auch immer. Im Dunkeln will ich ja auch nicht rumspazieren. Außerdem scheint es das schon gewesen zu sein von dem Viertel der Menschen. Aber am nächsten Tag, an Tag 2, werden wir uns dann noch weiter umschauen. So, schauen wir mal. Hallo, bitte reingehen. Und dann dich hinsetzen. Ich denke, das hier ist der richtige Ort zum Hinsitzen.
Hallo Goldschopf, was kann ich für dich tun? Erst einmal ein Hallo. Sage Hallo. Du begrüßt die Empfangsdame. Mahaba, Effendi, du bist höchst willkommen hier, du, der du so höflich bist. Diese Pension ist zu allen Seiten geöffnet, um dir zu Diensten zu sein. Oben wartet ein Zimmer auf dich. Die große Zauberin Gresha hat ein Zimmer für dich reserviert. Dein Zimmer ist das erste oben rechts und hat eine Truhe, in der du deine Wertsachen lassen kannst. Von allen Leotauren in Tana lebt nur Gresha. Möge ihre Zauberkraft immer mächtig sein, in dem Stadtteil, in dem sie Menschen wohnen. Sie wird von allen respektiert und ist ein Mitglied des Rates der Weisen. Der Rat der Weisen und Raya, möge er ewig herrschen, regieren Tarna. Die Menschen in Tana leben im westlichen Teil der Stadt, die Leotauren leben drüben, im östlichen Teil. Drüben, da ist ein danach Fehler drin. Egal. Die Kosten für dein Zimmer werden von der Zauberin Gresha beglichen. In dein Zimmer befindet sich eine Truhe, die nur du öffnen kannst. Du kannst deine Sachen dort hineintun. Ich heiße Jana Chamil, was auf Arabisch schönes Paradies bedeutet. Wie alle guten Pensionen in Tana hat auch dies eine sehr gute Küche. Sie ist von Sonnenaufgang bis Mitternacht geöffnet. Viele Bewohner der Stadt kommen auch zum Essen zu uns. Wir haben jeden Tag ein anderes Hauptgericht. Zu jedem Gericht servieren wir Salat, Gemüse und warmes Brot mit Butter. Frage einfach nach dem Tagesgericht. Die meisten Menschen, die in Tana leben, sprechen deine Sprache nicht, es sei denn, sie sind Händler. Der Überlebende des Friedensmission jedoch, Kartib Morka'am, kommt manchmal hierher und hält deine Sprache früher und hat deine Sprache früher einmal fließend gesprochen. Es gibt viele Händler im Bazar von Tana. Kartib Morkana war einst ein brillanter Redner und Diplomat Tanas. Seit er von der Friedensmission zurückgekehrt ist, ist er sehr krank und redet kaum noch. Vor deiner Ankunft haben die Regierenden Tanas einige Diplomaten ausgesendet, um mit den Leopardenmann im Dschungel zu reden. Nur Karib ist zurückgekommen, deshalb wird er der Überlebende genannt. Du musst dich nur auf das Kissen setzen und ich werde dir so gut wie ich kann zu Diensten sein. Erzähl was über Tana. Tana ist eine große Stadt und ein großes Königreich. Die Treppe führt von diesem Plateau zum Bazar, auf dem viele Händler aus aller Herren Länder ihre Waren zum Verkauf anbieten. Von der Treppe über uns kannst du zum Eingang zum Richtersaal und zu den Gemächern des Königs sehen. Hoch über Tana erhebt sich der Tempel der Sekhmet, in dem die Leotaucher die große Göttin anbeten. Mögen sie uns alle beschützen. Okay, und das war's anscheinend dann schon. Erzähl was über den Bazar. Im Bazar kannst du fast alles kaufen. Es ist ein Erlebnis und macht Spaß, dort einzukaufen. Im Richtersaal wird über alle Gesetze und Entscheidungen, die Tana betreffen, beraten. Mir wurde gesagt, dass der König, möge er lang regieren, seinen Thronsaal dort hat. Sekhmet, die Tochter der Sonne, ist die Göttin Tarnas. Der Tempel der Sekhmet ist nur Leotauren zugänglich. Menschen dürfen ihn nicht betreten. Haben wir trotzdem schon gemacht. Leotaurer sind die rechtmäßigen Herrscher Tarnas. Halt. Das war's, okay. Dann können wir jetzt noch Essen bestellen. Rede über Shapir. Du erzählst der Empfangsdame von deinen Abenteuern in Shapir. Du bist wahrhaftig ein Held, Friedenssuchender. Wir können flirten. Du schmilzt mein Herz mit deinen Worten, du mit der talentierten Zunge. Bist du im Handeln genauso geschickt wie mit den Worten? Mal sehen, ob das sogar Punkte gegeben hat. Du bestellst etwas zu essen. Ich werde dein Essen sofort bringen. Ja, das könnte schon durchaus sein, dass das unsere Sprachgewandtnis auch ein bisschen nach oben gebracht hat. Wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht, fände ich. Hier ist dein Essen. Möge es dir schmecken. Dieses Essen sieht zwar seltsam aus, riecht aber köstlich. Du zahlst dein Essen bei der Empfangsdame. Guten Appetit, möge es dir schmecken. Du hast dein Essen genossen, es war sehr lecker, obwohl es etwas seltsam war. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was das war. Okay, ich glaube, dann sind wir hier wohl fertig. Dann gehen wir aufs Zimmer und beenden diesen Tag.
Ich hoffe, ich habe es nicht irgendwie irgendetwas vergessen. Vielleicht soll ich da tatsächlich mal nachschauen, ob es irgendwelche tagesabhängige Sachen gibt. Schlafe bis zum Morgen. Vielleicht hätten wir auch in der Nacht irgendwie was noch machen müssen. Schauen wir mal. Es scheint aber auch so, wir können, dass wir die Stadt nicht wirklich verlassen können. Weil im Händlerviertel, wir konnten nur zum Bazar gehen. Ins andere Viertel können wir nicht gehen. Also anscheinend, es ist definitiv, oder es scheint jedenfalls so, wenn ich mich nicht verklickt hätte, oder was nicht gesehen hätte, dass es tatsächlich nicht so groß wäre wie Teil 2, wo du durch diese ganzen Gassen gehen musst und so weiter und so fort. Na gut, ich denke, das ist eine gute Zeit zum Aufhören. Dann würde ich sagen, beginnen wir beim nächsten Mal Teil 2. Und dann können wir nochmal mit den ganzen Händlern reden und vielleicht das ein oder andere noch erwerben. Müssen wir nur schauen, dass wir das Wichtigste erwerben. Die Wasserschläuche fand ich jetzt wichtig, aber mal sehen, ob wir noch irgendwas anderes haben. Außerdem muss ich mir noch aufschreiben, was der Apotheker noch haben wollte. Also, für mich, dass ich das noch weiß. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.